Jan Böhmermann macht sein ZDF-Magazin Royal zu, nur im zweiten. Die Persiflage zeigt die Banalität konservativen Humors auf. Die TV-Kritik. Frankfurt, es ist eine bemerkenswerte Folge des ZDF-Magazin Royal. Alte weiße Männer und Konservative mit liberaler Maskerade werden repräsentiert. Genauer, deren Humor. Das gibt es ja sonst nicht mehr genug, zumindest, wenn es nach ihnen selbst geht. Jan Böhmermann dagegen verzichtet, bis auf wenige Sekunden, auf einen Auftritt. Durch das Fehlen ihrer Hassfigur können auch Liberal-Konservative ohne große Pulsanstiege am Freitagabend ZDF schauen. Nur im zweiten, sei Dank. Bevor sich die Konservativen und Pseudoliberalen zu sehr freuen, nur bekommt nicht wirklich mehr Sendezeit. Der alte weiße Mann bleibt mit, nur im ersten, in der ARD. Böhmermann bringt im ZDF-Magazin Royal eine Persiflage. Nicht ganz der echte Dieter Nuhr präsentiert die Sendung, sondern Sebastian Rüger. Böhmermann bringt Dieter Nuhr Persiflage ins ZDF-Magazin Royal. Auch die Persiflage von Nuhr im ersten ist eine Sendung ganz ohne Denk- und Sprechverbote. Ähnlich wie Nuhr verschluckt Rüger das Mikrofon fast, während er hineinatmet und sich dabei anhört, als würde ihn jedes Wort enorm anstrengen.